Hallo Leute, Marc hier von MacMap Studios. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Review. Heute teste ich einen neuen Quadrocopter und zwar den Zyma X5 HC1. Und das ist ein ganz neues Modell mit Hover-Funktion, mit Altitude Hold nennt sich das Ganze. Und dort wird über einen Luftdrucksensor die Höhe des Quadcopters gehalten. Und das ist ein Novum in der Klasse ohne GPS. Und den möchte ich euch heute hier vorstellen. Den werden wir auch gleich auspacken und am Ende des Videos natürlich auch Probe fliegen. Bestellt habe ich das Ganze bei lighttech.com. Das ist ein asiatischer Versandhändler. Und dort kostet der Quadrocopter zum Zeitpunkt des Videos knapp 50 Euro. Und Lighttech schaut scheinbar auch die MacMave Studios Videos und hat mir einen Discount-Code zur Verfügung gestellt, mit dem ihr dort auch bestellen könnt und nochmal 12 Dollar Nachlass bekommt. Und zwar der Code ist Marc, der ist nochmal eingeblendet. Alle Links und Infos dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da habe ich auch nochmal genau verlinkt zu Lighttech. Und jetzt würde ich sagen, jetzt packen wir den Quadcopter einfach mal aus. Zyma war einer der ersten Hersteller im Quadcopter-Consumer-Bereich und hat da sehr viele Modelle am Markt. Und auch der X5 ist schon bekannt, den gibt es schon eine ganze Weile. Und das hier ist eben das neueste Modell mit dieser Hover-Funktion. Genauso ist hier eine 720p-Kamera enthalten. Und ihr könnt natürlich auch Loopings etc. fliegen, sogenannte Flips. Hier haben wir schon mal die Anleitung, die ist in englischer Sprache und für eine Anleitung aus Asien ziemlich ausführlich. Ihr bekommt natürlich auch alle Ersatzteile nach etc. Die sind hier alle aufgeführt. Ist auf jeden Fall ausführlich genug, um die ersten Probeflüge zu machen. Und hier unten drunter ist der Zyma. Jawohl, ihr seht ja schon die Fernsteuerung. Wer den einen oder anderen Quadcopter von dem Hersteller hat, kennt die schon. Die Besonderheit hier ist, dass man gleich sieht, dass der Knüppel hier auf beiden Seiten in der Mitte ist. Und das hier ist der Quadcopter, ziemlich leicht auf jeden Fall. Hier unten ist noch die Kamera inklusive Micro-SD-Karte, die liegt schon drin. Und hier haben wir, wie gesagt, die Fernsteuerung. Die schauen wir uns natürlich später noch ganz genau an. Und das weitere Zubehör ist auf der Unterseite der Styroporpackung, also nicht einfach wegwerfen. Ich bin sehr gespannt, wie die Hover-Funktion funktioniert. Ich habe ein bisschen nachgelesen und das ist ein sehr winziges Bauteil, mit dem einfach der Luftdruck gemessen wird und der ändert sich je nachdem, wie hoch man steigt. Und das kann man mit so einem kleinen Bauteil schon fast auf den Zentimeter genau bestimmen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Ganze ziemlich genau funktionieren sollte, auch ohne GPS. Jetzt kommen wir erstmal hier zum Zubehör, das unten noch versteckt war. Die vier obligatorischen Ersatzrotorblätter, hier noch weiter. Weiteres Zubehör wie die Prop Guards und die Landefüße. Zuerst haben wir hier einen Schraubenzieher, um das Ganze festzuziehen. Die nötigen Schrauben sind schon hier in die Kunststoffteile eingedreht. Man sieht das hier so ein bisschen. Das hier sind die Landefüße, die machen wir noch ran. Dann haben wir hier das Ladegerät und den Micro-SD-Kartenleser, der ist auch enthalten. Und mit diesem USB-Ladegerät hier ladet ihr den Akku in knapp 2 Stunden voll, ist also doch relativ lange. Schauen wir uns weiter den Quadcopter an und bauen den auch weiter zusammen. Hier unten haben wir den An- und Ausschalter und die Buchse für die Kamera. Hier hinten ist der Akku versteckt, ebenfalls unter einer Klappe, ist ebenfalls sehr cool gelöst. Und hier ist der Akku drin, 3,7 Volt, 500 mAh. Da habt ihr so eine Flugzeit von ungefähr 7 Minuten. Manchmal bekommt man auch 8 Minuten raus, aber das ist so die Flugzeit. Der Nachteil bei den Zyma-Modellen ist, dass der Stecker bei Zyma eigen ist. Man kann also keine anderen Akkus nehmen von anderen Herstellern, aber das ist okay soweit. Und ich würde sagen, der Quadcopter macht einen guten Eindruck. Wir setzen den jetzt einfach noch zusammen und machen den Flug fertig, indem wir erstmal die Landefüße einschrauben. Die werden jetzt einfach nur durch diese Nasen hier eingesteckt. Man sollte nur beim Einstecken darauf achten, nicht zu viel Druck auf den Quadcopter auszuüben und das einfach so ein bisschen in die Hand nehmen, dass man da oben die Rotoren nicht beschädigt. Die Motoren haben nicht ganz so hohe Kompression, das lässt darauf schließen, dass die Motoren auch nicht ganz so stark sind und der Quadcopter eignet sich dadurch eher für windstille Tage, aber auch wunderbar für Indoor-Betrieb. Es sind auch Propguards dabei. Und ich setze jetzt einfach mal zusammen und mache das hier mal fertig. Dann werden noch die Schrauben festgezogen. Ihr seht, die waren schon in das Kunststoff eingedreht. Und dann ist das Ganze schon montiert. Die Landefüße sehen ein bisschen wabbelig aus, ein bisschen instabil, aber die machen einiges mit, also Abstürze etc. Dafür sind die geradezu gemacht. Also die biegen sich dann dementsprechend durch und geben ein bisschen nach, um den Fall abzufangen. Ist also wirklich ganz ordentlich und sollte auch montiert werden. Gerade wenn man die Kamera unten dran macht, dann sollte man die ranschrauben. Bei den Prop Guards sieht es anders aus. Die muss man nicht montieren. Man kann das machen, gerade beim Indoor-Betrieb oder wenn man sagt draußen, ich bin noch ein bisschen unsicher, da kann man die einfach raufschrauben, die werden auch eingesteckt und dann wird hier oben einfach diese eine Schraube festgezogen. Auch hier sind die Schrauben schon in die grünen Teile eingedreht. Man muss die sozusagen nur noch festschrauben und dann sind auch die Prop Guards soweit montiert. Vom Gewicht her macht es eigentlich keinen Sinn, die Prop Guards wegzulassen, die wiegen nur 2 Gramm ungefähr. Allerdings ist der Quadcopter, gerade wenn die Prop Guards montiert sind, etwas windanfälliger und da er nicht so stark motorisiert ist, fällt das schon ein bisschen ins Gewicht, aber ich denke für die
ersten Probeflüge sollte man die auf jeden Fall ranmachen, gerade da der Quadcopter aufgrund der Hoverfunktion auch im Stand die Rotoren am Laufen hat. Das werdet ihr später noch sehen. Macht das richtig Sinn, die Propguards zu montieren? Sollte man zum Beispiel beim Landeanflug den Quadcopter auf die Seite legen, berühren so die Rotoren nicht den Boden und werden so nicht blockiert. Macht also auf jeden Fall Sinn. Jetzt montiere ich hier noch die Kamera. Die wird hier oben einfach eingesteckt mit dem kleinen Stecker und dann kann man die unten einfach so einklipsen. Das fällt hier so rein und hält da auch bombenfest. Hier vorne ist ein kleiner Knopf, um die Kamera wieder zu lösen. Man kann die also dementsprechend nach Wunsch an- und abstecken. Hier hinten ist noch eine 4 GB Micro-SD-Karte versteckt. Auf die könnt ihr mehrere Flüge aufnehmen. Also ich denke, 3, 4, 5 volle Flüge bekommt ihr da drauf. Hier habt ihr den An- und Ausschalter, der ist sehr komfortabel, da man so zu Hause entspannt den Akku einlegen kann und dort einfach vor Ort dann das Ganze startet. Jawohl, somit ist alles montiert und der Syma ist einsatzbereit. Ich würde sagen, wir schauen uns noch ganz kurz die Fernsteuerung an. Die Batterien habe ich schon eingelegt und hier in der Mitte wird eingeschaltet. Die größte Neuerung hierbei ist, dass man den Quadcopter nach dem Scharfschalten, man macht das hier links mit dem Hebel, dann noch starten muss. Also die Rotoren müssen vom Boden aus gestartet werden, indem man den Hebel hier so nach innen zieht. Und dann laufen die Rotoren und dann kann man hier starten und die Höhe wählen. Und sobald man den Hebel dann wieder loslässt, sollte der Quadcopter dann auch genau diese Höhe halten. Bin ich sehr gespannt. Und alle anderen Funktionen kann man hier auslösen. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Und hier in der Mitte an diesem kleinen roten Hebel kann man die Fotofunktion auslösen. Und nach unten kann man die Videoaufnahme starten. Das ist ein bisschen versteckt und könnte besser beschriftet sein. Funktioniert aber sehr gut. Und hier oben auf der rechten Seite mit den Schultertasten kann man die Flips auslösen oder die Geschwindigkeit des Quadcopters nach oben schalten. Er hat zwei Geschwindigkeiten. Betrieben wird das Ganze von 4 Mignon Batterien, AA-Größe. Und dann hat man ungefähr eine Reichweite von 50, 60 Metern. Das ist aber auch schon ganz ordentlich und man kann schon relativ hoch fliegen. Jawohl, es geht endlich los zum ersten Testflug. Ich führe euch das Ganze jetzt mal vor, wie man den startet. Quadcopter einschalten und die Fernsteuerung. Dann schaltet man die Steuerung scharf, indem man einmal nach unten und nach oben zieht. Und dann zieht man hier die beiden Hebel so nach innen, um den Quadcopter dann langsam zu starten. Und wenn man dann loslässt, laufen die Rotoren. Und somit ist der Quadcopter komplett startbereit. Jetzt kann man ganz easy going mit dem Höhenknüppel die Höhe verstellen. Die Kameraaufnahme starte ich auch. Und dann kann man hier an dieser Stelle loslassen und der Quadcopter sollte die Höhe halten. Und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also der Quadcopter bleibt genau in dieser Höhe stehen. Natürlich kann er immer noch in alle vier Himmelsrichtungen weggetrieben werden vom Wind oder durch Eigenbewegung. Aber die Höhe wird wirklich sehr gut gehalten und er versucht auch immer wieder nachzuregeln. Also man kann sich da schon drauf verlassen. Und es ist auch wirklich der neueste Schrei. Also ziemlich alle Quadcopter, die jetzt im Jahr 2016 noch erscheinen sollen, sollen diese Höhenfunktion haben. Und wie gesagt, es ist ein ganz neues Flugverhalten, da man sich hier um die Höhenverstellung nicht mehr kümmern muss. Und das nimmt einem besonders als Anfänger sehr viel Arbeit ab und macht den Einstieg in das Hobby auch viel, viel einfacher. Dabei ist das Flugverhalten des Syma sehr, sehr angenehm. Man muss darauf achten, dass an dem Tag nicht ganz so viel Wind herrscht. Er hat ein relativ hohes Eigengewicht für die kleinen Rotoren und kleinen Motoren, die verbaut sind. Hier seht ihr das Kamerabild in 1280x720 wird das Ganze aufgenommen bei 30 Bildern pro Sekunde und es ist eigentlich ganz ordentlich. Es ist ein bisschen Wobbel zu sehen, aber ich finde es dementsprechend für ein Kamerabild in der Preisklasse rund 50 Euro immer noch ganz okay. Ein kleiner Nachteil ist hier, dass die Kamera ziemlich auf den Boden geneigt ist. Man muss also schon relativ hoch fliegen oder die Kamera so weit justieren, dass man hier ein paar bessere Aufnahmen kriegt. Ansonsten seht ihr hier das Flugverhalten. Wenn die Höhe gehalten wird, dann kann man den Quadcopter nur mit einer Hand steuern und der bleibt einfach so, auch wenn Wind herrscht, da muss man einfach ein bisschen gegen ankämpfen. Aber ansonsten von der Höhe her bleibt das Ganze, sackt auch wieder durch. Also sehr, sehr angenehm vom Fliegen her und ist auch dadurch viel, viel einfacher als normalerweise. GPS-Piloten kennen das System, wenn die Höhe gehalten wird und auch die Position. Ich fliege lieber ein bisschen sportlicher, deswegen ist das eine Umgewöhnung. Gerade wenn man nämlich weit oben ist und nach unten will, kann man bei einem normalen Quadcopter richtig den Motor auf Null schalten, das ganze Teil hier richtig vom Himmel nach unten sausen lassen und kurz vom Boden wieder einschalten. Das könnt ihr hier nicht machen. Wenn ihr nach unten wollt, müsst ihr auch den Hebel nach unten ziehen und dann sinkt der Quadcopter in seiner eigenen Geschwindigkeit, die ihr halt vorgibt, wieder schön nach unten. Aber das ist eine Sache, an die man sich einfach gewöhnen muss. Reichweite und das Kamerabild sind ebenfalls ganz ordentlich. Ihr habt es hier gesehen, also 50 bis 60 Meter Reichweite sind angegeben. Man bekommt aber mit vollen Batterien durchaus ein bisschen mehr raus. Und ich empfehle euch auch Batterien zu benutzen und keine Akkus, da Akkus immer zurückfallen auf 1,2 Volt oder durchaus nur 1,2 Volt haben und Batterien eben volle 1,5 Volt. Und da hat man einfach die volle Reichweite mit der Fernsteuerung. Der Syma X5 HC1 ist auf jeden Fall ein richtig cooles Teil. Die Hoverfunktion ist ein cooles neues Feature für dieses Jahr. Wie gesagt, viele neue Quadcopter werden damit ausgestattet sein und ich denke mal, vielleicht kommt ja sogar das
dass man das abschalten kann. Ich fliege durchaus gerne ein bisschen sportlicher und ich denke mal, mit dem Zümer hier hat man auf jeden Fall trotzdem eine Menge Spaß und es wird auch vielen den Einstieg in das Hobby erleichtern. Den gibt es übrigens auch in Blau Metallic, falls euch die weiße Farbe hier nicht gefällt. Wie gesagt, alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich komme leider langsam schon zum Ende und danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen zum Quadcopter habt, schreibt die gerne in die Kommentare, dann antworte ich euch. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMap Studios. Ciao!